Wein ist zwar ein Getränk, das man das ganze Jahr über genießen kann, im Herbst aber ist Weinlese und da liegt es nahe, dass der Rebensaft auch auf der Landesgartenschau in Aschersleben nochmals eine Rolle spielte. Wie es sich für Aschersleben als Gastgeber und Bildungsstadt gehört, wurde hier Weinpräsentation und Bildung kombiniert. Wir haben uns in der Ausbildung, also die Auszubildenden, praktisch damit beschäftigt, Wein und Speisen. So war unser Thema, Wein als korrespondierendes Getränk. Und wir haben uns verschiedene Sachen ausgedacht, also Speisen ausgedacht, mit den Köchen zusammen, Herrn Rühlemann insbesondere, was wir anbieten können an kleinen Speisen und welche Weine dazu passen. Und das haben die jungen Auszubildenden praktisch innerhalb der Ausbildung sich angeeignet, erlesen, die Aromen rausgesucht und jetzt versuchen sie praktisch zu den Speisen den Wein zu empfehlen. Für die Jugendlichen, Auszubildende am beruflichen Bildungs- und Rehabilitationszentrum BBRZ, war der Umgang mit dem Thema Wein nicht ganz einfach. Junge Leute trinken an für sich keinen Wein, also gar nicht. Also eher schon eine Weinbrand-Cola oder eine Wodka-Cola. Und dann ist es ganz eigenartig, wenn sie dann den Wein probieren, haben sie von ein oder zwei Schluck Wein schon einen Schwips. In einem Projekt während der Ausbildung mussten sich die angehenden Restaurantfachkräfte aber zwangsläufig mit Weinen beschäftigen. Schließlich müssen sie ihn später den Gästen empfehlen können. Auch Katrin Elzemann, die selbst keine Weintrinkerin ist. Nein, ich überhaupt nicht. Ach, überhaupt nicht? Nein, überhaupt nicht. Also viel ist doppelt schwer, oder? Ja, das fällt doppelt schwer, ja. Ja, wir haben uns in den Büchern informiert, wie das schmeckt. Ja, das hat, also mir hat es gereicht. Ich musste nicht kosten. Zu den Weinen hatten Kochlehrlinge für die Besucher der Landesgartenschau verschiedene Häppchen vorbereitet. Wir haben jetzt hier einen Lammrücken zur Probe mit dem Wein. Lamm ist ja ein sehr wertvolles Fleisch. Lamm hat sehr viel Vitamine, Mineralstoffe vor allen Dingen, die auch erhalten bleiben. Und wenn man es gut zubereitet, ist auch ein richtiger Leckerbissen. Nicht der alte Hammel, den man sich so nicht wünscht, wo das nach Schaf im Menschenhaus riecht. Das ist wirklich ein sehr gutes Fleisch. Man sollte es nicht ganz durchbraten, es sollte im Prinzip einen leichten rosa Streifen drin haben. Und dann haben wir als Kontrahent dazu haben wir Putenbrust, die wir dann mit etwas Früchten machen. Diese Putenbrust wurde nur mit Pfeffer und Salz gewürzt. Wenn man hier nämlich Kräuter drauf gibt, was auch nicht verkehrt wäre, kann man machen, aber die Frucht würde mit den Kräutern nicht so gut harmonieren. Also hier nur das Nüchterne aus der Brust rausnehmen und dann mit dem Pfirsich, weil das soll ja zum Wein irgendwie harmonieren. Und natürlich hatte Kochausbilder Rühlemann auch die passenden Weinempfehlungen zu den Häppchen parat. Also zum Lamm ist immer so ein Roséwein. Lamm wird mit Roséwein empfohlen und Putenbrust natürlich zum Weißwein. Letztlich gibt es bei der Frage nach dem passenden Wein für ein Gericht eine einfache Regel, die die Auszubildenden gerne an die Gartenschaubesucher weitergaben. Zu helles Fleisch zum Beispiel wird auch ein heller Wein und zu dunkel ist halt ein dunkler Wein. Und so einfach ist die Regel. Ja, und eigentlich ist es ja so, man kann trinken, was schmeckt. Das Angebot des BBRZ nahmen die Gäste gern an und nutzten es zum Abschluss des Gartenschaubesuchs sozusagen als Ausklang oder Absacker. Wir haben so ein bisschen von dem Fleisch probiert und auch den Käse, also es ist echt lecker. Zu dem Wein passend. Bleibt am Ende nur eine Frage. Was trinken eigentlich die Auszubildenden, wenn es denn kein Wein ist? Katrin Elzemann gab eine ehrliche Antwort. Über die harten Sachen. Ja.